Shooting in 3 Minutes. Schießjacke. Die Schießjacke ist in ihrem Aufbau und in ihren Funktionen deutlich komplizierter als die Hose, weil sie mehr bewegt werden muss, um von der Ladeposition in die Anschlagshaltung zu gelangen. Von der Jacke wird eine spezifische Neigung nach hinten verlangt. Der Schütze lehnt sich entgegen der Scheibenrichtung und zu den Fersen hin zurück. Genau diese Biegungen soll eine gute Jacke halten, um Muskeln, Sehnen und Knochen zu entlasten. Wenn die Jacke passt, stützt sie diese beiden Rücklagen stabil ab und erspart jede aktive Haltearbeit. Im Idealfall lehnt der Anschlag sich wie gegen eine Wand, die Waffe liegt fast bewegungslos. Wenn man die Haltelänge des Cuts als Maßstab nimmt, verkürzen sich die Mündungsbewegungen verglichen mit normaler Sportkleidung um 80-90%. Die Jacken der neuesten Generation bringen noch einmal 10-20% gegenüber früheren Festigkeiten. Der Blick auf die gegenwärtig international erfolgreichste Schießjacke offenbart eine Vielzahl sehr spezieller Segmente. Jedes Feld hat eine besondere Aufgabe und eine dazu dienende Materialkombination. Besonders steife Abschnitte im unteren Rücken und an der rechten Flanke sorgen für maximalen Widerstand. Die Armbeugen und weitere Stretchfelder an der linken Schulter sowie an der rechten Bauchregion lassen Bewegungen zu. Wildleder an der linken Flanke und am rechten Oberarm bietet rauen Kontakt für den Ellbogen und den Einsatz der Schaftkappe. Topgrip-Elemente an den Ellbögen polstern den Ansatz und den Aufsatz des Schießriemens. Insbesondere die im Bild weißen Felder bestimmen die Festigkeit. Zusammen mit den verstärkten Nähten bilden sie das konstruktive Gerüst der Jacke. Diese Architektur wird nach Verschluss um den Oberkörper zu einer Röhre, die kaum noch zu biegen ist. Den Armen bleibt durch den Einsatz weicherer Stoffe ein gewisser Bewegungsspielraum. Sie lassen sich anwinkeln und im Dienste der Ladetätigkeit rangieren. Im Prinzip bieten die meisten angebotenen Schießjacken diesen Aufbau. Sie tun das allerdings im unterschiedlichen Maße. Einfache Jacken in Konfektionsgröße gibt es ab 100 Euro. Für Maßanfertigungen erster Güte werden bis zu 900 Euro verlangt. Hochwertige Gewänder bestehen aus 25 Elementen, 6 Materialien und benötigen 2 Tage für die Anfertigung in Handarbeit. Ein ordentliches Stück Handwerk also, vergleichbar nur mit den Rüstungen des Mittelalters.